Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu Let's Play Bioshock. Ja, super, er da drüben im Workshop befolgt alle Gebote. Ja, wer bin ich, darüber zu urteilen, ob das stimmt? Okay, Ziel für heute, aufsammeln, würde ich sagen. Denn wir haben nicht so viel Munition. 0 von 0 Antipersonen-Munition, okay. Gut, 11, 2. Ich glaube, die Pistole ist gerade überhaupt keine Option. Maschinengewehr, na, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, von allem ungefähr gleich viel. Dann haben wir von der Schrotflinte. Gucken wir mal rein. Ich glaube, davon werde ich erst ausrüsten, wenn ich wieder einen Big Daddy sehe. Ich habe nur noch 63 Film. Da ich ja jetzt häufiger knipse, geht der auch schneller leer. Napalm haben wir so richtig doll viel. Deswegen rüste ich das auch mal aus. Ja, ansonsten langsam wird es mehr mit den Armbrustbolzen. Deswegen auch hier. Ja, aber welche nehme ich denn hier? Ach, ich nehme hier die ganz normalen 46 MG-Patronen. Ist der gar nicht hier drin? Ach, scheiße. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich zögere es mal noch ein bisschen hier raus. Okay, es ist irgendwie ein Gang, ja? Ein Gang. Oh. Hä? Habe ich den erschossen? Ach, tatsächlich. Ich habe den ja noch in der letzten Folge durch die Tür erschossen. Na dann. Oh, 2 Dollar an Kartoffelchips, das ist ein bisschen wenig. Das sieht schon viel besser aus. Dankeschön. Okay, mal gucken. Guten Tag. Oh. Aha, irgendwelche Verwaltungsgeschichten hier? Workshops, ja okay, gut. Irgendwo müssen die Workshops natürlich auch organisiert werden. Wie schön. Da haben wir Britzelseile, da müssen wir gleich mal gucken, dass wir da irgendwie hinterkommen. Oh, ein Big Daddy. Ein Big Daddy ist nicht schlimm, solange wir ihn nicht ärgern, nicht wahr? Zirkus der Werte, alles ist gut. Und es geht dort hinunter. Oh, warum haben wir denn da eine Leiche? Wer ist denn das gewesen? Sie ist leer und sie bleibt leer. Hier ist auch noch irgendwas drunter. Daddy, wo bist du? Okay, ich fange mal an hier mit der wunderschönen Hackerei. Unsichtbar hackt es sich natürlich besonders gut. Aha, da sollen wir hin. Na gut. Ja, also ich müsste ja vielleicht erstmal so in diese Richtung, ja? Auch das ist schon mal gar nicht schlecht. Okay. Nein, das ist scheiße. Nach oben. Uiuiuiuiui. Da hätte es mich jetzt aber beinahe wirklich reingelegt. Ja, so ist in Ordnung. So können wir noch gehen. Aha, und nochmal nach oben. Und so, so und so. Uiuiui. Was kostet denn alles so? 331 Dollar, das ist schon ganz geil. Wenn ich den nächsten Big Daddy kill, dann habe ich noch mehr Geld. Weil die haben ja immer Geld dabei. Von den Little Sisters bekomme ich Adam und von den Big Daddies kriege ich Geld. So, was haben wir denn? Stickstoffgranaten. Ich habe noch keine Ahnung, wofür die so richtig toll sind. Also das ionische Gel finde ich super, aber Stickstoffgranaten friert Lebewesen ein, wenn kontinuierlich drauf gezielt wird. Ja. Brandbolzen sind bestimmt ganz lustig. MG-Patronen und zwar 40 Stück. 00 Schrot. 6 Stück bringen nur 41. Wow. Ich habe auch, glaube ich, die Schrotwaffe noch gar nicht aufgerüstet, ne? Gar nicht verbessert. Ich glaube, ich habe angefangen. Wartet mal, das können wir uns doch eigentlich angucken. Richtig. Hier, unsere MG-Waffe. Unser MG-Gewehr. Maschinengewehr von Dori. Das habe ich aufgerüstet. Deswegen haben wir ja hinten hier auch diese wunderbaren, glänzenden Streifen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir lieber das. Aha. Und vielleicht einmal hiervon. 6 Stück, ey. Komm, mach voll da. Und MG-Patronen soll erstmal reichen. Soll erstmal reichen. Ich kann nochmal hier reingucken. Aber ist nix und bleibt nix. Ich höre ein Mädchen dabei. Oh. Dann sollte ich jetzt aber
Ich habe nicht mehr so viel ionisches Gel. Was nehmen wir denn? Vielleicht die Kontaktminen? Ja, oh, da ist er schon unterwegs. Wie schön. Ach, und ich habe doch einen Alarm. Das ist aber schön, weil dann, wenn er mir da folgt, dann löst er gleich mal ein paar Bots aus. So, Panzerbrechende sind auch nicht so verkehrt, ne? Komm. Und hier einmal Kontaktminen. Guck mal, Kontaktmine. So, und jetzt? Oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh Mann, scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Renn schneller. Renn schneller. Junge, renn schneller. So, so, so. Hier ist gut. Hier ist gut. Oh mein Gott. Oh, da oben ist noch irgendwo jemand. Nicht gut gerade. Oh, scheiße. Hilfe! Scheiße, so war das alles nicht geplant. So war das alles nicht geplant. Gar nicht gut. Oh, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Oh, hier haben wir was. Ionisches Gel. Nimm's. Jo, und jetzt wechsel auf den Chemowerfer. Er ist ja irgendwo da oben. Er ist irgendwo da oben. Jetzt mach ich dich so fertig, komm. Nicht rauskommen aus deiner Stasis, bleib einfach da, wo du bist. Nein! Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein! Scheiße! Oh. Jetzt bin ich aber echt sauer! Jetzt bin ich aber sauer! Boah! Tier auf, ich muss doch hier in der Nähe sein, oder? Verdammt, wo ist denn das? Kann ich hier rüber? So. Mann! Ach, das war mies, mies, mies. Aber Dummheit. Einfach nur Dummheit. Danke. Danke. Ja, gern geschehen. Mann, war das schlecht. Ich hätte das hier noch in Brand setzen können, ne? Aber ihr wisst ja, hätte Fahrradkette. Ich habe einfach nicht dran gedacht. So, haben wir den hier? Ach, gib mir das Geld. So, ihr... Oh, da ist ja noch einer. Oh. Moment. Kurze Pause. Wir sind eigentlich gerade im Tötungsmodus, würde ich sagen. Na? Ne? Ich habe nun leider nicht mehr besonders viel von dem ionischen Gel. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal... Die sind leer, im Ernst. Antipersonen werden wohl gegen den nicht so helfen. Ich versuche die einfach. Da ist doch bestimmt jemand drin. Anscheinend. Wo bist du? Oh, okay, ein Foto ist auch nicht schlecht. So ganz in nah. ja. Meinetwegen auch noch eins, ja. Gut. So, am besten wäre ja... Wo liegt denn das Scheißgel jetzt nochmal? Ich glaube auf der 5, oder? Nee, auf der 6. Okay, nicht auf der 6, sondern... Schön, wie er da stehen bleibt. Einfach herrlich. Stickstoff, Napalm, vielleicht nicht schlecht. Ich versuche die jetzt mal. Gut, gut. Tut mir leid, er wird nicht mehr aufstehen, Kleine.
Ich brauche das Adam. Ich brauche es so nötig. Und ich habe jetzt überhaupt gar keine Munition mehr. Manometer. Bitte. Gib an einem Gatherer's Garden Geld für Kräfte aus. Ja, das mache ich dann mal. Oh, Pistolenkugeln. Zwei Stück. Das ist ja doll. Naja, okay. Und wer schreit jetzt hier die ganze Zeit? Oh, was haben wir denn da? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, das Ding aufzunehmen. Wie schön, wie schön. Was mit dem hier? Den habe ich schon, ne? Ja, das ist nur eine Leiche. Ich wollte doch da gar nicht runter. Genbank ist schön, aber ich, oh, da kommt doch jemand. Komm mal hier runter, komm her zu mir. Komm, ich bin unsichtbar, ganz unsichtbar. Oh. Wo läufst du hin? Und warum kam jetzt hier so komische Britzel? Hä? Liegt das an den Stahlspitzen oder ist er dafür verantwortlich? Ist das eine Frau? Im Ernst? Oh, ich glaube, er ist dafür verantwortlich, ja? Hör mal, ich gehe wieder dazu über, hier Plasmide zu verwenden gegen euch. Ist ja unglaublich. Tatsächlich, Sackgesplicer. Hm. War wohl eine Sackgesplicerin. Was haben wir denn da noch liegen? Irgendwie gehe ich jetzt doch hier total wirr durch die Gegend. Ah. Ionengel, warum denn nicht? Muss ich denn vielleicht hier die entsprechende Waffe ausgerüstet haben oder was? Also das Teil hier. Komm, kannst du es dann nehmen? Ich meine, ionisches Gel ist nämlich echt leer. Alle. Finito. Stickstoffgranaten. Ja, gib mal her. Pepriegel kann ich auch gebrauchen. Und ich kann nicht mehr Stickstoffgranaten gebrauchen. Das ist ja nett. Das ist ja nett. So, aber ich wollte eigentlich erstmal gucken, wo ein Gatherer's Garden ist. So, gucken wir doch mal. Hier haben wir einen Botscher-Down, ja. Hier drin haben wir keinen Gatherer's Garden. Auch nicht unten anscheinend. Wir hatten auch bisher auf der ganzen Strecke keinen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ja hier in Zukunft auf diesem Bereich hier noch irgendwie einen Gatherer's Garden finden. Das wäre ja mal schön. Okay, Workshops, Heat Loss Monitoring und Geothermal Control. Sehr schön alles, aber ich wollte hier hin. Wie sie hier so sitzen, ne? Gelootet habe ich sie. Alles ist gut. Wir nehmen mal jetzt die MG-Patronen. Davon haben wir ja ganz gut eingesammelt. Es wäre auch schön, demnächst mal so eine Station zu finden, bei der wir... Oh, 15 Film ist gut. Bei... Und noch mal ein paar Fotos. Nummer 1. Da, komm schon. Ich möchte ein Actionfoto. Oh, Motiv wurde schon fotografiert, das weiß ich doch. Aber so ist es ein Actionfoto, oder? Ja, aber trotzdem eine Strafe? Na gut. So, pass auf, jetzt habe ich Zeit. Was bist du für einer? Was ist das? Ah, das ist nicht schön. Komm zurück! Na? Ich finde die Sünder und dann. Da kommt schon der nächste rauf. Gut, das ging aber schnell. Spider-Splicer. Also, gib mir die Batterie und dein Geld. Da war nichts drin? Doch, destilliertes Wasser und Geld. Man muss nur gut genug suchen. Dann suchen wir mal hier. Ah, Enzymproben mal wieder. Die habe ich aber auch schon längere Zeit nicht mehr bekommen. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht, was ich damit anfangen soll. So. Das ist ungemütlich hier, dass die hier ständig raufkommen. Spintüren. Nichts drin.
Bot-Shutdown merke ich mir. Ein bisschen Geld. 283 habe ich aber immerhin wieder. Ich werde auch hier mal hacken. Besser ist das. Besser ist das. Okay, wir müssen irgendwie hier rüber. Oh, sieht ja auch eigentlich ganz gut bisher aus, ne? Ich muss nur mal was finden, was mir das Ganze jetzt nach oben dreht. Hallo? Hallo? Sowas hier. Oh nein. Fuck, zu spät. Oh, das hat wirklich wehgetan jetzt. Uiuiui. Mülleimer ist auch nichts dran. Schade. Ich habe nur noch zwei Autohacker. Dann werde ich das jetzt wohl mal hier schaffen müssen. Okay, das ist hier der Richtige. Wir wollen in... Nein, das ist der Falsche. Wir wollen in diese Richtung. Okay, ich will am liebsten nach oben. Ja. Und noch mehr nach oben. Kommt es mir so vor? Oder wird das echt hier gerade alles sehr viel schwieriger? Noch weiter nach oben. So ist gut. Und jetzt noch in diese Richtung nach oben. Das wird ja wohl hoffentlich gehen. Puh! Uiuiui. So, alles klar. Stickstoffgranaten könnte ich hier kaufen. Die brauche ich ja auch so dringend. Oh, und Eve-Spritzen. Da kaufen wir doch mal zwei Stück. Zwei Stück, drei Stück. Drei Stück ist immer gut. Kontaktminen sind auch gut. Da kaufe ich auch mal drei Stück von. Filme kaufe ich auch mal welche. Der ionische Schrot, klar, der ist eigentlich richtig gut, glaube ich, auch gegen Big Daddies und Verbandskästen brauche ich wirklich dringend. So, das soll aber erstmal reichen. Ich hoffe, ich bekomme noch einiges mehr an Kohle. Ich brauche auch vielleicht noch ein bisschen Kohle übrig für Bot-Shutdowns, wer weiß das schon. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt gleich mal mein Elektroboot-Plasmid. Ich habe gesehen, genau, ich habe gesehen, da gibt es. Könnte die auch mal fotografieren, ne? Oder? Geht doch. Bonus-Action-Foto. Na dann. Und noch eins? Ja. Und noch eins? Oh, und jetzt ist er gleich wieder da, fürchte ich. Bäm. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Geschütz. Du findest bei zerstörten Geschützen die doppelte Munition. Oh. Schwupps. Und jetzt hacken wir dich. Mir ist es eigentlich lieber, die Dinger zu hacken, wenn ich ehrlich bin. Okay, das sieht hier aber ganz gut gerade aus, ne? So, und irgendwie jetzt so leicht schräg erstmal nach oben gehen, bitte. Ja. Ist okay. Und noch mehr. Das ist auch nicht verkehrt hier, so einen Verlangsamer zu haben. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber passt so. Tada, mein Freund, tada. You invent!
Oh, nehmen wir nochmal. So, gab's noch irgendwas? Panzerbrechende MG-Patronen. Yep. Was nehmen wir noch? Fallenbolzen. Also die da oben, die Plasmide, die brauche ich einfach nicht. Ich finde sie alle relativ uninteressant. So, Fallenbolzen. Habe ich jetzt 9. Ionisches Gel könnte ich ja vielleicht sogar noch einmal nehmen, ja? Mhm. Und Fallenbolzen? So. Ich denke, mit jetzt insgesamt 24 Fallenbolzen bin ich ganz gut ausgerüstet. Ich nehme aber weiterhin die Stahlspitzenbolzen zum Kämpfen. Ich packe mal meinen Napalm wieder rein. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich noch keine so richtig tolle Sache gefunden, die ich damit machen kann. Die Wärmesuchenden. Mhm. Wobei, wartet. Das macht mehr Sinn, erstmal Kontaktminen auf den Boden zu kleben und den Big Daddy dann mit den anderen Dingern anzuschießen, finde ich jedenfalls. Ionischer Schrot, Explosivschrot und 00-Schrot. So. Hier hätten wir Antipersonen, Panzerbrechende und MG. Sehr schön. Da haben wir wieder einiges von. Ach, da sind wir doch schon wieder viel besser bestellt. Jetzt sollte ich aber trotzdem nicht ständig jetzt hier wieder mit der Pistole rumeiern. Nur weil die mir halt ganz gut gefällt und weil ich damit am besten klarkomme. Oh, wir haben ein Safe. Huiuiui. Ein Safe? Toll. Warum ist da nichts drin? Das ist doch fies. Ich habe immer Angst, dass hier einer rausfällt. Oh, da ist auch was drin. Kuchen. Juhu.